Willkommen Leute zum neuen Tutorial von mir, und zwar heute mal was richtig episches. Zieht euch das rein. Also es ist wirklich ziemlich awesome und auch sehr leicht zu machen, wenn man dann weiß wie. Und zwar, was ihr auf jeden Fall braucht, ist Trapcode Particular, und zwar um diese, ja, Linien zu machen, dieses Gemalte. Und ich habe hier oben noch ein Optical Flare drauf, aber ihr könnt halt was anderes nehmen, ist euch überlassen, ist halt nicht so schlimm. Genau, ja, es ist kostenpflichtig, diese Plugins, aber ich denke mal, mit ein bisschen Glück könnt ihr googeln und ihr findet schon etwas. Aber ihr müsst es natürlich kaufen. Gut, fangen wir schon mal an. Auf jeden Fall habe ich hier schon mal was vorbereitet. Und zwar in einer neuen Komposition, alles ganz nackig, wie ihr es kennt. Und zwar einfach nur, wenn ich hier mal durchgehe. Ich hoffe, das geht. Nein. Okay, gut. Egal. Auf jeden Fall bin ich das einfach nur, der irgendwas mit seiner Hand hier malt. Oh mein Gott. Das ist übel. Gut. Egal. Halten wir es lieber mal schnell an. Und zwar gut, wie auch immer. Auf jeden Fall habt es, wisst ihr das, was ich meine. Bin ich halt einfach nur mit dem Finger, der irgendwas in die Luft malt. Gut, als erstes stellen wir eine, eine neue Ebene. Na, komm schon. Und zwar eine Null, ein Nullobjekt. Genau, das könnt ihr benennen, sagen wir mal, ja, egal, ich lasse es einfach mal so. Genau, dann haben wir das. Dann haben wir hier den Tracker. Hier, wenn ihr den hier an der Seite nicht habt, dann könnt ihr unter Fenster gehen und seht hier die ganzen Panels. Und da habt ihr zum Beispiel auch Tracker. Aber gut, ich habe den jetzt hier. Dann gehe ich auf Bewegung verfolgen. Dann gibt es hier so ein kleines Ding. Das kann ich mir schnappen. Und zwar, ich setze es auf die Fingerspitze. Also auf gut Deutsch da, wo ich denn will, dass er dann verfolgt. Genau, dann gehe ich hier auf, ja, sie verfolgen. Und dann auf dieses Vorwärts analysieren. Leider gibt es hier ein kleines Problem. Und zwar, jetzt habe ich etwas gefehlt. Wie soll ich das klären? Ich hoffe mal, ihr habt schon mal gearbeitet mit einem Tracker. Und zwar, ihr solltet natürlich mit dem Finger jetzt mitgehen. Ich habe allerdings blöderweise etwas verwackelt, beziehungsweise wenn ich halt meinen Finger bewege, ist der halt verschwommen. Dass er das leider nicht aufnimmt. Also habe ich ziemlich verfehlt und ich muss das jetzt blöderweise manuell machen. Gut. Deswegen würde ich euch empfehlen, macht euch irgendwas um Finger. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie vor einer schwarzen Ebenen steht, macht euch irgendwie ein weißes Etikett oder sowas um Finger. Oder irgendetwas anderes, so dass es einfach leicht erkennbar ist und gut erkennbar ist. Weil hier, das ist einfach, wenn ich jetzt beispielsweise vorgehe, okay, gut, da ist es nicht so. Aber wie auch sei, auf jeden Fall, genau. Da haben wir es beispielsweise. Ist mein Finger einfach zu doll verschwommen. Also das ist eigentlich noch gut. Normalerweise ist mein Finger ziemlich verschwommen. Genau, deswegen, ja, viel Spaß beim manuellen Keyframe. Ich habe da schon mal was vorbereitet, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, jetzt willkommen zurück, und ich habe das nun, wenn ihr jetzt sehen wollt, gekeyframed, gemotion-tracked ohne Ende. Und zwar blöderweise mehr manuell als, ja, per Motion Tracking. Gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal rangeht, könnt ihr sehen, wenn ich einen Keyframe vor oder zurück tue, dann folgt es halt einfach meinen Finger.
Gut, haben wir das. Wie sehen wir die Nullebene an? Und ja, stellen eigentlich erstmal sicher, es wäre gut, also jetzt in dem Fall müsst ihr es nicht im Moment machen, aber wenn ihr auf Ziel bearbeiten geht, dann seht ihr halt einfach, was ihr jetzt gerade anvisiert habt. Und da wir jetzt nur eine Nullebene haben, ja, ist es halt nur die eine. Dann gehen wir auf Anwenden, XY, das ist gut so. Und dann müsstet ihr das da sehen. Wenn ihr jetzt beispielsweise einfach mal schaut, also dann habt ihr das Kästchen hier und das Kästchen geht aber mit meinem Finger mit. Jo, naja, mehr schlecht als recht. Aber gut, ist halt nur ein Tutorial. So, ich werde mich jetzt mal kurz mal ranhalten, weil jetzt wird's langsam etwas zu lange. Und zwar, gehen wir neue Ebene. Machen wir neue Farbebene. Machen wir schwarz. In meinem Fall natürlich, also ihr ist egal. Kompositionsgröße. Nennen die mal Trip Code. Dann gehen wir auf Effekte. Trap Code Particular. Und dann müsst ihr sowas haben. Das heißt, ich mach mal kurz. Es einfach, werden einfach ziemlich viele Effekte aus Partikel halt ausgeschüttet. Genau, jetzt wollt ihr allerdings, dass die Partikel meinen Finger folgen, mehr oder weniger. Also auf jeden Fall diesen Eckchen hier, diesen Quadrat folgen. Und zwar, dann gehen wir auch auf Emitter hier. Beim Effekt und haben die Position XY. Das heißt, wenn ihr hier verschieben würdet, die Koordinaten, dann seht ihr halt einfach, verschiebt sich natürlich der Effekt einfach. Gut, deswegen, wie seht ihr bei der XY-Koordinate das Keyframe-Symbol an, also die Uhr, haltet Alt gedrückt auf der Tastatur und drückt den Keyframe. Dann öffnet sich unten eine kleine Leiste. Scrollt ihr runter zur Nullebene. Drückt P, um die Position aufzurufen. Dann nehmt ihr den PicRib. Das ist so ein kleines Symbol. Das ist dazu da, um mehrere Ebenen miteinander zu verbinden, beziehungsweise mehrere Koordinaten. Genau, ja, Koordinaten trifft es eher, weil Ebenen eher nicht. Nehmen wir halt das kleine PicRib-Symbol. Und halten einfach nur drauf gedrückt und ziehen es runter bis zur Position, also zur Koordinate. Und lassen es dann los. Und hier seht ihr dann, hat es sich einfach schon verbunden. Wie ihr jetzt sehen könnt. Warte mal. Genau, wie ihr jetzt sehen könnt, folgt das einfach dieser Hand. Genau, allerdings wollen wir es natürlich etwas noch verschönern. Darum. Ja, wählen wir die Ebene aus, den Effekt. Und beim Emitter machen wir ein paar Einstellungen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich im Beispiel hatte, weil, ja, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal was anderes. Ihr könnt euch auch einfach mal ausexperimentieren, wenn ihr wollt. Ist eigentlich egal. Und da Emitter habt ihr halt einfach die Gelegenheit, was das denn sein soll für eine Form. Also, wie sehen könnt, aber ich meine, wir wollen halt einen Point haben, also einen Punkt haben. Genau, dann geht ihr von Linear, ups, Entschuldigung, von Direction, von Uniform auf Direktional, also Directional. Dann haben wir hier so eine etwas mehr Spitze, wie auch immer. Egal, gut. Ja, egal, lassen wir einfach so. Gut, dann haben wir der Direction Speed. Könnte mit auch rumexperimentieren. Wenn wir die jetzt auf 0 tun, haben wir halt so eine einfach nur Spur. Und wir packen die Velocity auf 200 und den Rest auf 0. Genau, dann habt ihr einfach nur so eine Spur. Gut, da haben wir es dann soweit. Dann schließt die hier oben den Emitter und geht auf Aux System, wie auch immer man das ausspricht.
und macht auf Continuously. Ja, jetzt habt ihr schon mal sowas. Ist auch nicht unbedingt schlecht. Ich meine, wie ihr das einfach wollt. Und dann bei Type, also was für ein Typ das denn sein soll, könnt ihr auch empfehlen. Ja, könnt ihr auch machen. Im Beispiel hatte ich hier Sparklet. Aber was auch ganz lustig ist, ist Glow. Dann leuchtet er einfach. Das ist ziemlich lustig. Genau, dann könnt ihr hier einfach noch bei Velocity auswählen, ja, wie das einfach sein soll. Das mappe ich jetzt mal auf 33. Die Größe machen wir etwas größer. Na, das war etwas zu groß. Verzeihung. Gut, machen wir mal, gucken wir mal 7. Ja, machen wir vielleicht mit 10. Obwohl, ich glaube, gerade hatte ich, also letztens hatte ich 20. Ne, das ist ein bisschen zu viel. Okay, gut, egal, machen wir 10. Ist ja nur zu anschauen Zwecken. Genau. Na, gefällt mir nicht. 5. Ja, erstmal 5 halt. Egal. Dann machen wir den Transform Mode to Add. Und zwar, das heißt, dass sich die Farben miteinander vermischen. Dann gehen wir auf Opacity, auf Alive. Und da, also das heißt, wie lange die dann leben. Eben in der Spur halt. Also wenn ihr jetzt hinten am Ende seid, wie lange es dann noch leben soll. Da geht ihr hier bei den Vorgaben, geht ihr auf linear nach unten. Genau, und bei hier noch Color Overlife könnt ihr auch auswählen, was für eine Farbe das denn haben soll, weil vielleicht mögt ihr nicht unbedingt so bunt. Ich nehme jetzt mal schauen. Ja, blau nehme ich blau. Genau, das könnt ihr jetzt mal schließen. Also ich mache das zumindest. Ups. Ja, und dann. Ja, was noch ganz nett ist, ist dieses Ausfedern. Also, dann macht ihr es etwas geschmeidiger. Also, das. Dieses Verwischen einfach. Mein Gott, dieses Englische und Deutsche, das ist einfach schlimm. Gut, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr einfach, wenn ihr noch irgendwie Bock habt, schaut, was ihr noch haben wollt. Ah ja, Size Over Life. Das heißt, dass der einfach, wie groß das einfach sein soll, dass das Leben der Partikel auf gut Deutsch. Ihr könnt es einfach, ihr könnt da was, eine Kurve malen, sage ich mal auf gut Deutsch, wenn ihr gedrückt halt die Maustaste und dann machen wir einfach mal so randomly irgendwas und am Ende des Videos ist es einfach, geht's runter. Genau, um mal kurz da das zu zeigen. Und zwar, genau, ist es so gerade. Ja, ist mir noch ein bisschen zu lang. Deswegen mache ich die Partikel. Keine Ahnung. Nee. Ja, Live-Second. Ups. Ja, sowas ist doch auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht, lassen wir es mal so. Also wie gesagt, ihr könnt jetzt aber mal so rum experimentieren, wie ihr es dann haben wollt. Könnt auch mal die anderen Effekte nehmen, die anderen Panels hier einfach durchsuchen, was ihr denn davon gerne mögt. Nur was ihr halt nicht tun solltet, ist halt die Position verändern, weil dann geht das hinten und vorne einfach nicht. Genau, bevor ich hier noch länger Zeit vergeude, um das bei mir richtig einzustellen, haben wir jetzt erstmal das. Eigentlich schon mal nicht schlecht. Das heißt, er folgt jetzt einfach und ihr könnt jetzt irgendwas damit malen oder ihr folgt einfach Anfängern.
Ziemlich awesome. Gut, wenn wir es gemacht haben, dann wollen wir natürlich noch ein Flair mit reinbringen oben. Und zwar, also prinzipiell, na, hier. After Effects hat einige Möglichkeiten, aber ich mache jetzt einfach die, wo ich mit am meisten vertraut bin. Quatsch, keine Textebene, ich Idiot. Eine neue Farbfläche. Mach mal die Kompositionsgröße und nenne die wieder mal um in Flare. Genau, nehmen wir das und nehmen den Optical Flare, Video Copilot Optical Flare. Öffne ja meine Flares und gleich den ersten lasse ich einfach mal. Dann mache ich von Black auf Transparent und damit ja bisschen runterschrauben. Die Brightness aber nicht so weit. Ja, egal, lassen wir so einfach auf 90. Genau, dann machen wir aber dasselbe Spielchen nochmal. Hier habt ihr die Position XY. Wie sieht das Keyframe-Symbol an? Drückt Alt, öffnet sich das Ding. Dann bei der Nullebene drückt ihr wieder P, um die Position rauszubekommen. Und nimmt euer Pick-Whip-Symbol halt drauf gedrückt und zieht es einfach nach unten auf die Position. Genau, jetzt habt ihr das einfach positioniert. Das heißt, schließen wir das mal. Und er tut wieder mal nix. Verdammt, wie ich das doch hasse. Bei mir war das vorhin kein Problem. Aber anscheinend ist es ein Problem. Egal. Auf jeden Fall war es das erstmal mit dem Video soweit. Wenn euch es gefallen hat und After Effects sich beruhigt habt, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben und mich sogar abonnieren, wenn ihr wollt. Verflucht, abgefailt. Egal. Aber wie ihr sehen könnt, folgt es einfach den Viereck. Also dieses Trapcode Dingen und auch mein Optical Flare. Ziemlich coole Sache. Und könnt ihr wirklich geile Sachen mitmachen. Also, tobt euch aus mit dem Effekt. Ich persönlich habe ehrlich gesagt auch noch nicht so viel damit gearbeitet. Werde mich da mal schlau machen und ein paar geile Sachen mitmachen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich einfach viel Spaß damit und generell auf YouTube. Ja. Wie gesagt, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich, gebt den Daumen hoch und ihr wisst schon irgendwie alles andere. Bis dann. Ciao.